Jetzt als nächstes der Einzelplan Wirtschaft und Energie. Und dazu spricht jetzt der zuständige Minister Sigmar Gabriel, SPD. Hat sich in den vergangenen Jahren als sehr krisenfest und stark erwiesen. Wichtigster Beweis dafür waren steigende Beschäftigung, steigende Löhne und Gehälter und sinkende Arbeitslosenzahlen. Und auch jetzt, wo wir nicht zuletzt aufgrund der internationalen Krisen uns in einem schwierigeren Umfeld bewegen, erweist sich der Arbeitsmarkt und erweist sich die Beschäftigung und die Entwicklung der deutschen Wirtschaft als robust. Die Exportzahlen im Juli sind auf 100 Milliarden Euro hinaufgegangen. Wenn wir im zweiten Quartal einen leichten Rückgang der wirtschaftlichen Entwicklung gesehen haben, dann hat das eher etwas mit Vorziehinfekten in der Bauwirtschaft aufgrund des milden Winters zu tun, als mit einem tatsächlichen konjunkturellen Problem. Aber viel wichtiger für die Menschen im Land ist natürlich, dass sich diese wirtschaftliche Entwicklung auch am Arbeitsmarkt weiter zeigt. Wir haben mit über 42 Millionen Beschäftigten ein Rekordniveau an Arbeitsplätzen in Deutschland. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wir haben auch mit mehr als 30 Millionen ein Rekordniveau an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, mehr als eine halbe Million zusätzlich gegenüber dem letzten Jahr. Die Arbeitslosigkeit sinkt, selbst im Vergleich zum Vorjahresmonat noch etwas. Und vor allen Dingen die Löhne und Gehälter steigen in Deutschland. Das ist gut für die Binnenkonjunktur, aber übrigens das größte Umverteilungsprogramm, das man sich vorstellen kann, viel größer jedenfalls als Veränderungen in der Steuerpolitik sie jemals bewirken könnten. Es ist gut, dass in Deutschland für gute Arbeit auch wieder mehr gute Löhne und Gehälter gezahlt werden, meine Damen und Herren. Die gute wirtschaftliche Entwicklung hilft uns, auf das zu kommen, was schon mehrfach am heutigen Tag und auch gestern bemerkt wurde, nämlich zum ersten Mal nach 46 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen. Mir fällt es immer noch schwer zu verstehen, warum das in der Öffentlichkeit, aber auch hier im Parlament gelegentlich kritisiert wird, weil, sagen wir, abseits der Tatsache, dass gute Finanzpolitik, solide Finanzpolitik natürlich das Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland stärken, ist, finde ich, keine Verschuldung zu machen, natürlich auch sozialpolitisch das Richtige. Weil wer hat Interesse an steigender Staatsverschuldung? Nur Menschen, die so reich sind, dass sie sich eine Bank zu ihrem Eigentum zählen können, denn da leiht sich der Staat das Geld. Und Menschen, die Steuergelder erarbeiten und an den Staat zahlen wollen, dass damit in Schulen investiert wird, in die Infrastruktur, in Umweltschutz, in soziale Sicherheit, aber nicht in immer mehr Anteile für jeden Steuereuro für Zinsen, die wir für Staatsschulden zahlen. Insofern glaube ich, kann man das Ergebnis gar nicht hoch genug loben und schätzen, dass wir es geschafft haben, mithilfe der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten und ihrer Unternehmen in Deutschland dieses Ziel erreicht zu haben, meine Damen und Herren. Genauso klar ist aber auch, und das ist unbestritten, dass uns das nachhaltig nur gelingen wird, wenn fiskalische Konsolidierung und höhere Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, Forschung und Entwicklung kein Widerspruch werden. Konsolidierung auf Kosten der Zukunftsfähigkeit des Landes wäre natürlich nicht der richtige Weg. Aber genau deshalb ist es gut, dass wir mit dem Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung auch die Investitionstätigkeit von Bund, Ländern und Gemeinden stärken. Wir geben 5 Milliarden zusätzlich für die Verkehrsinfrastruktur. Wir haben, das muss man sich jetzt mal noch mal zusammenrechnen, in diesem Jahr 2014 ist die letzte Stufe der Entlastung der Kommunen bei der Grundsicherung im Alter von 4,5 Milliarden Euro erreicht worden. Wir haben verabredet und in der Finanzplanung, können Sie das nachlesen, dass wir im Koalitionsvertrag sagen, nochmal werden wir die Kommunen um 5 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Das bedeutet, wir kommen in wenigen Jahren auf fast 10 Milliarden Euro Entlastung der kommunalen Finanzsituation. Das ist, glaube ich, wirklich ein enormer Beitrag, auch zur Stärkung der Investitionstätigkeit der Kommunen, denn die leisten nun mal die Mehrzahl der öffentlichen Ausgaben in die Infrastruktur. 3 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung und 6 Milliarden Euro für Bildungsinvestitionen in den Ländern. Ich glaube, dass sozusagen diese Kombination aus
keine Neuverschuldung und trotzdem erhebliche Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zeigen, dass wir gerade nicht auf Kosten der Zukunft sparen. Richtig ist, dass wir auf mittlere Sicht einen noch höheren Investitionspfad brauchen, wenn wir den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes und damit auch gesunde Finanzen sichern wollen. Wenn Deutschland eine Achillesferse hat, dann in der Tat sind es die fehlenden Investitionen, und das schon seit mehr als 10 Jahren. Wir halten uns viel auf den Titel Exportweltmeister zugut, aber Investitionsweltmeister sind wir eben schon sehr, sehr lange nicht mehr. Deswegen glaube ich, ist es richtig, dass sich das Parlament, die Ausschüsse, die Regierung, Herr Schäuble, ich und viele andere mit der Frage befassen, was wir eigentlich tun können, um zwei Dinge stärker in den Griff zu bekommen. Erstens natürlich die trotz dieser Investitionen noch immer nicht ausreichende Investitionsquote in die öffentliche Infrastruktur. Aber zweitens natürlich auch, dass wir seit mehr als 10 Jahren eine zu geringe Nettoinvestitionsquote in der privaten Wirtschaft, in den Unternehmen haben. Das gefährdet auf Dauer die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ganz erheblich. Und wir dürfen nicht zulassen, dass Deutschland im Kern seiner Leistungsstärke auf Dauer von der Substanz lebt. Der größte Teil der Investitionen in Deutschland wird von Privaten getätigt. Und wir werden die strukturellen Probleme angehen müssen, damit mehr privates Kapital in Deutschland investiert wird. Und weil Herr Gysi heute Morgen erklärt hat, dies ginge sozusagen in eine weitere Privatisierungswelle der öffentlichen Daseinsvorsorge, genau darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass es überhaupt eine Infrastruktur gibt, die wir erhalten. Es gibt nichts, was man privatisieren kann, wenn am Ende die Infrastruktur gar nicht da ist oder verrottet. Und darum geht es nicht. Es geht auch nicht um die Neuauflage einfach nur von PPP-Projekten, sondern es geht um die veränderten Rahmenbedingungen sowohl für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, aber noch mindestens genauso stark über die Frage, welche Rahmenbedingungen müssen wir verändern, damit wir in den Unternehmen selbst das Geld in die Realwirtschaft investiert wird und nicht in Spekulationen an den Finanzmärkten. Und da eigentlich hätte ich erwartet, dass insbesondere die Linkspartei hier öffentlich sagt, das ist der richtige Weg. Wir haben deshalb in meinem Haus, ja gut, kann ja noch kommen, ja, Klaus Ernst kann ja noch sagen, dass er es jetzt verstanden hat und gut findet, Klaus. Okay, gut. Du siehst, wir sind ja aufgeklärte Menschen und glauben an die Emanzipationsfähigkeit eines jeden. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben deshalb eine Expertenkommission aus Unternehmens- und Gewerkschaftsvertretern, kommunalen Spitzen und Wissenschaft eingeladen, damit wir eine Investitionsstrategie entwickeln können, die uns wirklich hilft, dieses Kernproblem in Deutschland in den Griff zu bekommen. Der jetzt vorgelegte Haushalt, den wir hier beschließen, des Bundeswirtschaftsministeriums, liefert dafür schon ein paar Hilfestellungen. Zuerst sei genannt das wirklich gut laufende zentrale Investitionsprogramm, Innovationsprogramm für den Mittelstand. Das Programm wird ab 2015 dauerhaft um 30 Millionen Euro erhöht und, was nicht ganz unwichtig ist, mehr als 40% der Mittel dieses Programms finden seinen Weg in innovative Unternehmen Ostdeutschlands. Denn natürlich ist es nach wie vor so, dass wir eine Wettbewerbsfähigkeitslücke, eine Investitionslücke, eine Industrialisierungslücke und, wie wir heute noch mal gehört haben, leider auch immer noch eine Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland haben. Übrigens, wenn man den Solidarpakt 2019 abschafft, dann finde ich, müssen wir bis dahin in der Tat alles dafür tun, dass auch die Unterschiede zwischen Ost und West von Löhnen bis Renten beseitigt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden auf Dauer investieren müssen, nach wie vor in die ostdeutschen Länder, weil dieser Rückstand eben noch nicht aufgeholt ist. Das zweite wichtige Förderinstrument dafür ist die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Die Förderung kommt sogar zu mehr als 80% den ostdeutschen Bundesländern zugute. In der jetzigen Finanzplanung haben wir die GRW in einem ersten Schritt bei 600 Millionen Euro wieder verstetigt, sie nicht mehr absinken lassen, wie zuvor geplant. Und wir haben verabredet, dass sie auf das alte Niveau ansteigt. Wichtig wird aber auch sein, dass wir über die Frage reden, wie gehen wir eigentlich mit der Schwierigkeit der Kofinanzierung um. Es nützt natürlich nichts, wenn am Ende GAW-Mittel nur von denen abgerufen werden können, denen es schon gut geht. Und die anderen, weil sie nicht kofinanzieren können, das nicht können. Dann stärken wir die Starken, aber wir schwächen die Schwachen. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch darüber noch mal zu reden haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, junge Unternehmen in Deutschland haben es besonders in der Wachstumsphase schwer, denn hierzulande wird im internationalen Vergleich noch zu wenig Wagniskapital investiert. Ich bin deshalb dem Kollegen Schäuble dankbar, dass er
begonnen hat, die Rahmenbedingungen für Wagniskapital international wettbewerbsfähiger zu steigern. Wir wollen gemeinsam den neuen Markt 2.0 in Deutschland unterstützen. Gleichzeitig beginnen wir aber auch damit, durch die ertragsteuerliche Freistellung des Investzuschusses das steuerliche Umfeld für Start-ups zu verbessern. Um bessere Investitionsbedingungen für Unternehmensgründungen geht es auch bei dem Gesetzentwurf zum Kleinanlegerschutz, an dem die Bundesregierung arbeitet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine entscheidende Rahmenbedingung für die Stärkung der Investitionstätigkeit ist natürlich auch die Entwicklung auf dem Energiesektor. Deshalb ist die Stabilisierung des Strompreises eines der zentralen Projekte der Bundesregierung. Wir arbeiten weiter an einer bezahlbaren Energiewende. Und ich habe es hier im Haus schon ein paar Mal gesagt, es war nur der erste Schritt, das EEG zu novellieren. Wir haben in dieser Periode die Aufgabe, viele der Dinge, die sozusagen nebeneinander, zum Teil gegeneinander sich in der Energiewende entwickelt haben, zu systematisieren. Vor allen Dingen wird es gehen jetzt in diesem Jahr noch um das Thema fossiler Kraftwerkspark, Strommarktdesign, um das Thema Netze und natürlich auch um die europäische Einbindung. Wir werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Dauer nicht in Europa klarkommen, wenn wir nicht eine gemeinsamere, harmonisiertere Form der Energiepolitik vorantreiben. Das wird nicht gehen. Es gibt auch eine große Baustelle, auch in meinem Ministerium, an der wir in diesem Jahr verstärkt arbeiten müssen. Und das ist die sehr, sehr lange Vernachlässigung des Themas Energieeffizienz. Am Ende des Jahres werden wir in der Bundesregierung einen Aktionsplan Energieeffizienz vorlegen, weil wir hier, das hat uns die Europäische Union auch ins Stammbuch geschrieben, eine Lücke haben, die in den letzten Jahren entstanden ist. Energie, Fachkräfte, Digitalisierung und immer wieder Investitionsstärke, das zeigt, dass wir auch unabhängig von außenpolitischen Krisen eine ganze Reihe von Aufgaben vor uns haben, die die Bundesregierung angepackt hat, die uns aber noch sehr viel Arbeit und auch Entscheidungsbedarf hier im Haus verschaffen werden. Natürlich spielt für unsere wirtschaftliche Entwicklung Europa nach wie vor die bedeutendste Rolle. Nicht China ist unser wichtigster Exportpartner, sondern die Europäische Union und die Eurozone. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, dass wir immer wieder erstens öffentlich klarmachen, dass wenn wir in Europa investieren, was Deutschland nun wirklich getan hat, dass das nicht irgendwie sozusagen reiner Altruismus ist, sondern dass es ganz viel mit den Arbeitsplätzen in unserem Land zu tun hat. Und um es in diesen Tagen, wo viel über eine Alternative für Deutschland gesprochen wird, auch mal auszusprechen, für Mitarbeiter und Professoren des öffentlichen Dienstes, die sich einer solchen Partei anschließen, oder ehemalige Wirtschaftslobbyisten, mag das egal sein, wohin die deutsche Industrie Exportprodukte schicken kann und wohin nicht. Für Facharbeiter und Angestellte dieses Landes ist das nicht egal. Wir brauchen Europa auch, um Arbeitsplätze in unserem Land zu halten. Und deswegen rate ich dazu, dass wir dieser Propaganda offensiv entgegentreten, gerade bei denen, die sich Sorgen machen, gerade bei denen, die nicht sicher sind, wie kompliziert diese Welt eigentlich überhaupt noch beherrschbar bleibt. Denen müssen wir sagen, Europa ist nicht die Gefahr, sondern die Antwort, gerade für ein exportorientiertes Land. Und dazu gibt es eben keine Alternative für Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das heißt auch, dass wir insbesondere schauen müssen, wie wir die beiden Aufgaben zusammenbekommen, die in vielen Ländern Europas nach wie vor nicht bearbeitet worden sind. Das ist der Reformstau für strukturelle Reformen. Das wissen die Franzosen, das wissen die Italiener, das wissen viele andere. Aber wir als Deutsche aus der eigenen Erfahrung wissen auch, Reform bedarf auch der Investitionen und der Wachstumsimpulse. Deutschland hätte 2003 die Agenda 2010 nach meiner Einschätzung nicht durchsetzen können, wenn wir zeitgleich noch 20 Milliarden Euro zusätzlich hätten einsparen müssen. Und der Unterschied zu Frankreich ist, die haben nur die Defizitkriterien überschritten und ansonsten nichts gemacht. Ich glaube, dass wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht ändern brauchen, auch nicht ändern sollten. Aber wir müssen jede Flexibilität nutzen, die wir in Europa haben, um verbindliche und nachvollziehbare Reformvorhaben zu verbinden mit einer Wachstums- und Investitionsstrategie. Sonst kommen wir aus der europäischen Krise nicht heraus, meine Damen und Herren. Am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind es aber nicht nur Förderprojekte oder gesetzliche Rahmenbedingungen, die über die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes entscheiden.
Ich glaube, mindestens ebenso entscheidend ist die Frage, mit welcher Haltung wir eigentlich an die Herausforderungen herangehen. Ängstlich oder risikoscheu oder offensiv und selbstbewusst. Ich will das mal an zwei Beispielen der aktuellen Debatte deutlich machen. Natürlich ist es so, dass die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft auch Risiken mit sich bringt und dass wir schwere Entscheidungen vor uns haben, wie wir zum Beispiel Datensicherheit, das Recht auf Persönlichkeitsschutz, die Freiheitsrechte eines Einzelnen ins Verhältnis bringen zu dem, was jetzt gemeinhin unter der Überschrift Big Data gehandelt wird und was, na klar, auf der anderen Seite große Geschäftsmodelle ermöglicht. Natürlich ist das ein Problem. Und natürlich wissen wir, dass es nicht von selbst passieren wird, dass der deutsche Maschinen- und Anlagenbau und die Automobilindustrie noch der Innovationstreiber ihrer Bereiche sein wird, sondern natürlich hofft Google und andere, dass sie in Zukunft die Innovationstreiber einer digitalisierten Industrie 4.0 sein werden. Das sind objektiv existierende Herausforderungen. Nur ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass wir in Deutschland und Europa das ängstlich angehen müssen. Wir Deutschen, viele andere in Europa mit uns, sind die Ausrüster der Industrialisierung der Welt. Wir haben den modernsten und besten Automobilbau, den modernsten und besten Maschinen- und Anlagenbau. Es müsste doch wirklich, jetzt hätte ich fast gesagt, mit dem Teufel zu gehen, er hat hier nichts verloren im Parlament, wenn es uns nicht gelingen würde, das auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Da sozusagen muss der Schwerpunkt der Auseinandersetzung um die Frage, wohin gehen Investitionen und Innovationen gehen. Das ist nicht nur ein Risiko, das ist vor allen Dingen eine Riesenchance, die Industrialisierung der Welt auf einem neuen und höheren Niveau in Zukunft voranzubringen. Und natürlich bin ich ganz sicher, dass es uns in Europa gelingen kann, mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Standards zu schaffen, die Europa zum sichersten Standort für Daten machen. Das, glaube ich, ist das, was wir schaffen müssen. Das zweite Beispiel ist das heute schon ein paar Mal diskutierte, die Debatte um die Freihandelsabkommen. Natürlich gibt es berechtigte Sorgen. Ich teile die sozusagen, die da öffentlich gemacht werden, nicht alle. Es gibt eine Menge an, sagen wir mal, Vermutungen und Ängsten, die was damit zu tun haben, dass die bisherige Verhandlungsführung durch die Europäische Union und die Amerikaner hinreichend dafür Sorge getragen hat, dass jeder seine Ängste da abladen kann. Ich habe mal gesagt, wenn man die Absicht hätte, dieses Abkommen mit den USA zu Fall zu bringen, dann muss man es so machen, wie die Europäische Kommission das bisher vorangetrieben hat, weil dann relativ sichergestellt ist, dass es am Ende keiner mitmachen wird. Und ich bin auch, deswegen ist Transparenz, wir schaffen die hier in Deutschland, wir haben einen solchen Beirat geschaffen, ich hoffe, dass es die Europäische Union auch tut. Und natürlich ist es auch so, dass auch meine Überzeugung ist, übrigens auch die der alten Bundesregierung war, dass man für eine solche Verhandlung zwischen zwei entwickelten Rechtssystemen kein Investitionsschutzabkommen braucht. Das ist schon in der alten Regierung der Fall. Keine Frage. Jetzt muss man sich aber entscheiden, ob man das sozusagen risikoavers und ängstlich und mit wenig Selbstbewusstsein betreibt und dann auch noch die Forderung aufstellt, man soll die Verhandlungen am besten gleich abbrechen. Übrigens, wer die abbrechen will mit den Vereinigten Staaten, der soll öffentlich keine Reden mehr halten über die notwendigen Nachhaltigkeits- und sozialen und ökonomischen Regeln der Globalisierung. Wer sich nicht traut, mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln, der soll den Menschen nicht die Hoffnung machen, der Rest der Welt würde mit uns Nachhaltigkeitsstandards verabreden. Das ist nicht der Fall. Ja. Im Unterschied zu Ihnen bin ich ja bekanntlich Sozialdemokrat. Deswegen weiß ich aus einer 151-jährigen Geschichte, dass Forderungen nach revolutionären Veränderungen in der Regel nicht klappen, sondern dass man sich auf den Weg machen muss, Schritt für Schritt über Kompromisse. Ja, ja, der Unterschied zu Ihnen ist, wir bekennen uns seit 151 Jahren zu Kompromissen. In Ihren Vorläuferorganisationen ist das bekanntermaßen etwas anders gewesen. Nein, ich bin dagegen, dass wir naiv an die Abkommen rangehen. Ich bin dagegen, dass wir da blauäugig rangehen. Ich will übrigens auch niemand irgendwas auf dem weißen Blatt Papier unterschreiben. Wir haben gerade noch mal klargestellt, dass das ein gemischtes Abkommen ist und deswegen auch hier im Deutschen Bundestag verabschiedet werden muss. Aber wogegen ich bin, ist, dass wir so tun, als ob es uns besser geht, wenn wir gar nicht verhandeln, wenn wir mit niemandem reden. Und ich meine, wir sind das exportstärkste Land Europas. Wir müssen uns doch wohl zu dem Ziel eines möglichst umfassenden Freihandels, am liebsten natürlich über die WTO, aber wenn es nicht geht, dann auch in bilateralen Abkommen bekommen. Wer, wenn nicht wir, hat eigentlich Interesse an Freihandel? Und deswegen, glaube ich, geht es in aufgeklärter Politik
nicht darum, naiv damit umzugehen. Geht auch nicht darum, die eigenen Interessen nicht klar zu definieren. Aber aufgeklärte Politik hat nicht die Aufgabe, Ängste zu schüren, sondern die Fragen der Bevölkerung klar und eindeutig zu beantworten und am Ende eines Prozesses zu der Frage zu kommen, wie man sich entscheidet, und nicht am Anfang bereits alles abzubrechen und zu sagen, ich mache nicht mehr mit. Deswegen keine Naivität, aber Selbstbewusstsein Europas und Deutschlands. Und ich glaube, dass am Ende die Haltung darüber entscheidet, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Und ich finde, unser Land und seine Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs, Gewerkschaften, die haben wirklich Grund, die Herausforderungen, die auf uns zukommen und die wahrlich nicht klein sind, mit großer Zuversicht und Selbstbewusstsein anzugehen und mit dieser Haltung die Zukunft des Landes zu beeinflussen und nicht ängstlich zurücksteckend die Chancen vergeben, die in all diesen Herausforderungen immer auch stecken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit, meine Damen und Herren, der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler, erster Redner in der Debatte zu seinem Etat Wirtschaft, des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Jetzt die Aussprache. Erster Redner ist darin jetzt Roland Claus für die Linksfraktion, deren Sprecher für Haushaltspolitik er ist. Der Bundeswirtschaftsminister gleich zu Beginn seiner Rede die Infrastrukturkompetenz der Linkspartei hervorgehoben hat, muss ich den Ball natürlich aufnehmen. Und zwar geht es um die Frage privater Beteiligung an öffentlichen Infrastrukturinvestitionen. Und da will ich noch mal einen Vorgang erzählen, an dem ich intensiv beteiligt war. Vor fast 2 Jahren hat ein Chemieunternehmen in Wittenberg dem Bund 35 Millionen ohne Bedingungen angeboten für den Ausbau einer Umgehungsstraße, weil sich dort Bürgerinitiativen, das Unternehmen oder mehrere Unternehmen Hand in Hand einig waren. Der Bund war bis heute nicht in der Lage, mit dieser Schenkung auch nur umzugehen. Und deshalb zweifle ich mal an den Infrastrukturkapazitäten dieser Bundesregierung, Herr Minister, und das müssen Sie sich dann auch gefallen lassen. Ich denke, Wirtschaftspolitik steht in diesen bewegten Tagen in einer besonderen Verantwortung, einen Beitrag für Frieden, eine gerechte globale Entwicklung und Abrüstung zu leisten. Und ich glaube, wenn ich den Satz vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich noch den Zwischenruf geerntet, wovon träumen Sie nachts? Aber ich will damit beginnen, mit der Verflechtung von Wirtschafts- und Außen- und Sicherheitspolitik. Bekanntlich hat die EU weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen, zunächst angedroht. Und jetzt will ich Ihnen nur einen einzigen Fakt benennen, um die Absurdität dieses Vorganges zu kennzeichnen. Sie haben vor einer Woche mit großer Mehrheit Waffenlieferungen in den Irak beschlossen. Im Moment ist die Fluggesellschaft Wolga-Dnepr damit befasst, diese Waffen in den Irak zu fliegen. Dnepr ist bekanntlich der größte Strom in der Ukraine und die Wolga der größte im Westen Russlands. Und nun muss man wissen, dass Wolga-Dnepr ein russisches Flug-, Logistik- und Handelsunternehmen ist mit ukrainischer Beteiligung. Und da muss man noch wissen, dass Wolga-Dnepr vor kurzem 49% der Air Cargo Germany, also einer deutschen Luftfrachtgesellschaft, erworben hat. Und diese Verflechtung von Wirtschaftsstrukturen macht kenntlich, wie absurd die Vorstellungen sind, man könnte Sicherheits-, Friedenspolitik, Außenpolitik mit Wirtschaftssanktionen beeinflussen. Deshalb ist Ihre Sanktionspolitik in aller Regel kontraproduktiv, und sie ist aber auch eine Irreführung der Öffentlichkeit. Ich hätte ja gar nichts gegen die Idee der Sanktionspolitik, wenn Sie darauf mal kämen, wenn es um Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und Katar geht, meine Damen und Herren. Ich will auch noch einen Fall internationaler Wirtschaftspolitik ansprechen, die Verhandlungen über die transatlantischen Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union, USA und Kanada und anderen, die im Wesentlichen im Moment ja doch als Geheimverhandlungen stattfinden. Und nun hat der Bundesfinanzminister gestern bei der Einbringung seines Etats einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt zu den Abkommen. Er hat gesagt, wir wollen sie zu einem guten Ergebnis verhandeln, aber auf Augenhöhe, so etwa Schäuble. Und neben mir saß zu dem Zeitpunkt eine junge Kollegin aus München, und die fragte mich dann,
Ja, sag mal, du kennst doch den Finanzminister schon länger. Glaubt er das wirklich? Glaubt er das angesichts einer Situation wie Abhör- und Ausspähaktionen durch die NSA ungemindert fortgesetzt werden? Ich bin ja die Antwort noch schuldig geblieben und hoffe auf Unterstützung durch den Bundesfinanzminister. Ich bin übrigens froh, dass gestern aus den Reihen der SPD eine ganze Reihe kritischer Äußerungen zu dem Freihandelsabkommen getroffen wurden. Zu einigen Elementen Ihres diesjährigen oder nächstjährigen Etats, Herr Wirtschaftsminister, wir wissen, fast die Hälfte dieses Etats wird für Subventionen bei Steinkohle und Luft- und Raumfahrt aufgebraucht. Gewiss, bei der Kohle stehen wir im Wort, aber bei Luft- und Raumfahrt handelt es sich um die Subventionierung staatsnaher Monopolisten. Nur ein Drittel dessen, was in die Luft- und Raumfahrt geht, verwenden wir für Innovationsforschung und Innovationsförderung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das alles vor der Tatsache, wo wir gemeinhin ja alle uns in schöner Regelmäßigkeit vor dem deutschen Mittelstand verneigen. Natürlich ist das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand gut und unterstützenswert. Und es findet auch unsere Unterstützung. Aber es ist natürlich angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, viel zu gering. Und ich will darauf verweisen, dass uns in diesem Jahr nur 3 Monate für die Umsetzung dieses Programms zur Verfügung stehen, weil bekanntlich der Etat 2014 erst spät verabschiedet wurde und im Dezember ja der Kassenmonat ist. Das Bundeswirtschaftsministerium hat uns bislang immer gesagt, die wir nachgefragt haben, da musst du keine Sorge haben, das wird in Ordnung kommen. Trotzdem schlagen wir vor, für den Fall, dass es doch klemmen sollte, in diesem Fall wie auch bei großen Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Haushalt eine Vorsorge zu treffen und eine Überjährigkeit zu beschließen. Wenn wir sie denn nicht brauchen, umso besser. Ich will zum Schluss noch auf die Wirtschaft im Osten kommen, wohl wissend, dass es inzwischen ja schick geworden ist, nicht mehr über den Osten zu reden. Selbstverständlich weiß ich auch, welche Probleme im Ruhrgebiet in Bremen anzutreffen sind. Selbstverständlich weiß ich, dass wir inzwischen über manche Leuchttürme im Osten reden. Das ist im Detail alles richtig, aber insgesamt falsch. Sie können das ablesen beispielsweise an dem Industrieatlas der DAX-Unternehmen, den die Beauftragte für die neuen Bundesländer vor kurzem veröffentlicht hat. Oder Sie können sich die Veröffentlichung über die Zahl der Millionäre, also Einkommensverteilung im Osten, anschauen. Und deshalb werden wir weiter vorschlagen, die Gemeinschaftsaufgabe regionaler Wirtschaftsstruktur zu fördern, wohl wissend, wie kompliziert das bei der Kofinanzierung ist. Wir werden Einsparungen beim Luft- und Raumfahrtzentrum vorschlagen, zugunsten des Mittelstandes, des zentralen Innovationsprogramms. Aber jetzt nichts mehr vorschlagen, weil Sie sind über die Redezeit. Ich bedanke mich, Frau Präsidentin, für den Hinweis und ich habe das auch als Mahnung verstanden. Wir brauchen eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik, die geht mit diesem Etat nicht. Was wir wollen, ist eine sozial-ökologische Gerechtigkeitswende. Davon sind wir noch weit weg, aber da wollen wir hin. Vielen Dank. Die Rede von Roland Claus war das für die Linksfraktion. Nach ihm jetzt Michael Fuchs für die CDU-CSU. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fühle mich zurzeit in Deutschland ausgesprochen wohl. Denn uns geht es in Deutschland auch ausgesprochen gut. Denn der Bundeswirtschaftsminister hat eben völlig zu Recht gesagt, wir haben 42 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Wir haben über 30 Millionen in Sozialversicherung Beschäftigte in Deutschland. Das ist eine Zahl, die hat es ewig nicht gegeben. Wir haben dadurch auch alle Sozialversicherungen nicht mit irgendwelchen Zuschüssen rechnen müssen etc. Nein, das hat uns ja, man kann darüber glücklich oder nicht glücklich sein, auch in die Lage versetzt, die Rente mit 63 und die Mütterrente durchzuziehen. Das wäre sonst überhaupt nicht gegangen, wenn die Sozialversicherungssysteme sich nicht in diesem exzellenten Zustand befinden, in dem sie sich befinden. Und das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Pfad in den letzten 9 Jahren gegangen sind. In 9 Jahren, Angela Merkel, haben wir es richtig gemacht. Die Arbeitslosigkeit
ist so niedrig wie seit Jahren nicht und das, was das Allerbeste ist. Und ich denke, das müsste eigentlich jeder im Hohen Hause genauso sehen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem niedrig. Wenn man die mit irgendeinem europäischen Land vergleicht, kann man einfach nur sagen, es geht uns ziemlich gut. Meine Damen und Herren, parallel dazu sind wir Vize-Exportweltmeister auch. Das ist eine Erfolgsstory für ein relativ kleines Land, so hohe Exportleistungen zu haben. Und das liegt daran, dass wir über Jahre einen Konsolidierungskurs gefahren haben, der sich gelohnt hat. Denn jetzt sind wir auch noch obendrein so weit, dass wir erstmalig eine schwarze Null fahren, einen Haushalt hinbekommen, in dem keine Neuverschuldung mehr da sein wird. Und das kriegen wir hin ohne Steuererhöhungen. Ich weiß, wie schwierig die Diskussionen in den Koalitionsverhandlungen gewesen sind, aber mittlerweile haben wir uns ja nun wirklich gemeinsam daran, Herr Minister, gewöhnt, dass es eben keine Steuererhöhungen geben wird, und das ist auch gut so. Und wir sollten das auch unseren europäischen Freunden immer wieder mitteilen, denn das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ohne Neuverschuldung lebt sich wesentlich besser. Und das hat auch in keinem einzigen Land bis jetzt irgendetwas gebracht, wenn mit hoher Verschuldung irgendwelche Konjunkturprogramme finanziert worden sind. Das waren in aller Regel Seifenblasen und die waren auch dementsprechend schnell kaputt. Meine Damen und Herren, ist also alles in Butter, wie das so schön heißt. Aber man muss nicht unbedingt ein Hellseher sein, um zu sehen, dass da doch ein paar dunkle Wolken am Horizont kommen. Es gibt eine durchaus nachlassende Dynamik auf unseren wichtigsten Auslandsmärkten. Stichwort China. Das sieht nicht mehr so gut aus. Also von wegen zweistelliges Wachstum. Das war einmal. Es gibt laufende Streiks und permanente Streikandrohungen in einem Bereich Deutschlands, wo man fast von Daseinsvorsorge sprechen kann, nämlich in der Luftfahrt und auch bei der Bahn. Das wird unsere Zuverlässigkeit nicht unbedingt betonen und macht mir Sorge. Und ich wünsche mir, dass die Bundesarbeitsministerin möglichst schnell mit einem vernünftigen Vorschlag kommt, der natürlich die Rechte der kleinen Gewerkschaften berücksichtigt, aber der auch nicht ermöglicht, dass ganz kleine Gruppierungen, und ich sage jetzt mal, und wenn es die Feuerwehr bei BASF ist, dass die ein riesiges Unternehmen lahmlegen können. Das darf uns nicht passieren. Und wir müssen dafür Lösungen finden. Ich weiß, dass das kompliziert ist. Ich weiß auch, dass das verfassungsrechtlich Artikel 9 als Stichwort nicht einfach ist. Aber laufen lassen können wir das so nicht, dass eine Gruppe von 5.000 Leuten sich herausnimmt, nicht nur den Flugverkehr für Personen lahmzulegen, sondern auch den Cargoverkehr. Und das macht uns als Exportnation erhebliche Schwierigkeiten. Das wird eine wichtige Aufgabe sein. Wir haben natürlich Probleme durch die Auseinandersetzung mit Russland. Ich finde es völlig richtig, was der polnische Präsident heute Morgen hier in diesem Hohen Hause gesagt hat. Das war eine sehr bemerkenswerte Rede. Aber dass uns diese Sanktionen und der deutschen Wirtschaft diese Sanktionen wehtun, das wollen wir nicht verschweigen. Und ich darf in dem Zusammenhang ausdrücklich den BDI-Präsidenten mal loben, der gesagt hat, klar ist, der Frieden in Europa und die Geltung des Völkerrechts haben Vorrang vor unseren wirtschaftlichen Interessen. Ich finde das eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, denn er hat eben die Interessen der Wirtschaft deutlich hinter die Interessen des Völkerrechts gestellt. Und da sollten wir ihm auch in diesem Hohen Hause dankbar für sein. Das ist eine sehr verantwortliche Regelung. Aber all das führt nicht unbedingt dazu, dass wir uns in einer wirtschaftlich besseren Situation als in den Jahren vorher befinden. Das heißt, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir keine zusätzlichen Belastungen machen. Ich bin dem Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder sehr dankbar für seine klaren Worte heute Morgen in seiner Rede, in der er sehr deutlich gemacht hat, dass jetzt Schluss mit weiteren Belastungen ist. Und dazu gibt mir folgendes Anlass, was mir erhebliche Sorge betrachtet. Gucken wir uns den Investitionshaushalt an. Ich will über den Investitionshaushalt der öffentlichen Hand gar nicht reden. Das haben Sie getan. Aber dass das besonders toll ist, was da investiert wird, ist nicht unbedingt der Fall. Trotzdem wir die Kommunen beispielsweise mit annähernd 10 Milliarden Euro zusätzlich ausgestattet haben, wird wenig investiert. In den Ländern wird in vielen Ländern, Stichwort NRW, fast überhaupt nichts investiert. Die haben ja schon seit Jahren keinen Haushalt mehr hinbekommen, der verfassungsgerecht ist. Und auch bei uns ist die Investition, obwohl wir deutliche Fortschritte gemacht haben in dieser Koalition, nicht so, dass man sagen kann, wir werden all die Probleme lösen können, die vor uns liegen.
Das ist vor allen Dingen im Verkehrbereich, im Infrastrukturbereich ein ganz dicker Betrag, der eher in der Größenordnung dessen liegt, was wir heute für EEG ausgeben. Und ich denke, da werden wir uns auch mal in der nächsten Zeit Gedanken darüber machen müssen, wie wir diese Investitionen unter Umständen über öffentlich-private Partnerprogramme pushen können, wie wir dazu mehr Investitionen kommen können. Das macht mir Sorge. Sorge macht mir aber auch, und da sollten wir genau hinschauen, dass in der Industrie ein ähnlicher Attentismus feststellbar ist. Zumindest in der energieintensiven Industrie findet man kaum noch vernünftige Investitionen. Der VDMA hat eine Statistik rausgegeben, dass energieintensive Unternehmen zurzeit nur noch 80% ihrer Abschreibung reinvestieren. Was heißt das denn? Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass in 5 Jahren die Investitionen aufhören. Der Unterschied zwischen einem Unternehmen und einem Bürger ist, dass sich der Bürger beim Bürgeramt abmelden muss, wenn er umzieht. Die Industrie macht das nicht. Irgendwo investieren die, jedenfalls nicht in Deutschland. Und da sind wir gefordert, und zwar alle gemeinsam, darüber nachzudenken, was wir denn machen können, um diesen Attentismus wieder zurückzuführen und was die Gründe dafür sind, dass es einen solchen Investitionsattentismus gibt. Da ist an allererster Stelle natürlich das Energieproblem. Die energieintensive Industrie kann sich Deutschland nicht leisten. Und das wird uns immer schwerer fallen. Das wird auch in der nächsten Zeit immer mehr diskutiert werden. Und es ist ja nicht so, als könnten wir auch nur annähernd erwarten, dass es da einen Schritt nach unten gibt, dass es billiger wird. Nein, es wird teurer. Und in anderen Ländern läuft das genau umgekehrt. Die Strompreise in den USA, die Gaspreise in den USA sind göttlich niedrig. Das liegt natürlich an Fracking und all den Folgen, die das hat. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder noch Versuche in diesem Hohen Haus, weitere Belastungen der Wirtschaft zu schaffen. Leider auch, aber Herr Gabriel, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das schon zurückgewiesen haben, dann auch das ein oder andere Mal aus Ihrer Fraktion, ich sage mal Stichwort Antistressgesetz. Lieber Thomas Oppermann, dann darfst du nach 18 Uhr deine Kollegen nur noch dann anrufen, wenn Andrea Nahles dir das erlaubt. Das wollen wir, glaube ich, nicht haben. Wir wollten eine solche Regelung bitte nicht haben. Stellen Sie sich bitte mal vor, da ist ein Handwerksbetrieb, da ruft ein Kunde an und sagt, bei mir ist eine Wasserleitung geplatzt und der Handwerksmeister darf seinen Gesellen nicht mehr anrufen, weil es nach 18 Uhr ist und der hat sonst Stress. So etwas kann es nicht geben. Das ist, wenn überhaupt, die Aufgabe der Tarifpartner, so etwas zu regeln. Das machen die, dafür haben die die Kompetenz und dafür brauchen die uns nicht. Und deswegen sollten wir solche Gesetze nicht machen. Und wir werden uns sehr intensiv mit dem Thema Fracking zu beschäftigen haben. Es wird Sie nicht wundern, dass ich das noch kurz erwähnen muss, aber mir macht es einfach Sorge, wenn ich weiß, dass Deutschland heute mit 40% von russischem Gas abhängig ist. Und wenn ich dann höre, was Putin ja jetzt am letzten Wochenende wieder vermehrt gesagt hat, dass wir uns nur ja nicht trauen sollen, auch nur irgendeinen Kubikmeter Gas an die Ukraine zurückzuliefern, dass er uns in diesem Moment sofort das Gas abstellen würde, dann beruhigt mich das nicht wirklich. Also ist es unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, welche technischen Möglichkeiten, welche anderen Möglichkeiten wir denn überhaupt haben. Und dann muss man sich dann schon so ein Stück weit wundern, wenn selbst ein, das kann man ja nicht unbedingt als katholisch CDU nahestehende Fernsehsendung bezeichnen, ein Medium wie Panorama uns mittlerweile mitteilt, dass das mit dem Fracking ja wohl ein Irrtum von Panorama gewesen sei und natürlich auch ein Irrtum aus dem Hause UBA. Und dass Frau Krautsberger anscheinend das Gutachten, was dort für das UBA erstellt wurde, nicht verstanden hat. Das mag an mangelnder Intellektualität liegen oder wo auch immer. Jedenfalls hat sie es völlig falsch ausgelegt und hat damit auch noch die Bundesumweltministerin falsch beeinflusst. Ich empfehle jedem, sich diese Sendung einmal anzusehen, aus der deutlich hervorgeht, dass Fracking keine Gefahr für Deutschland darstellt und dass wir Fracking unproblematisch machen können. Lieber Michael Fuchs, ich muss jetzt Stress machen. Sie sind über die Redezeit. Aber mich wundert das und ich möchte zum Schluss, kann ich auch ziemlich unbeschwert tun, Bodo Hombach zitieren, der gesagt hat, es muss jetzt Schluss sein mit dem Fracking-Sausen. Recht hat er. Stopp, würden Sie erlauben, eine Zwischenfrage oder Anmerkung von Frau Henrichs? Ja.
Die Umweltministerin aus der SPD-Fraktion jetzt. Der Streit um Fracking scheint hier zu beginnen. Ich bin nicht falsch beeinflusst worden von der Präsidentin des Uber, Frau Kreuzberger, deren intellektuelle Kapazität ich keinesfalls in Zweifel ziehen möchte. Ich darf Sie aber vielleicht darauf hinweisen, dass dem Uber zwei Gutachten vorliegen und Panorama fälschlicherweise und wieder besseres Wissen nur aus dem einen Gutachten zitiert hat, obwohl die Uber-Pressestelle rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass dies eine einseitige Sichtweise bezogen auf ein einziges und nicht auf die Summe zweier Gutachten war. Im Übrigen bitte ich Sie einfach, die Diskussion mit Ihrem Kollegen Mattfeld zu führen. Verehrte Frau, erstens werde ich das tun. Davon können Sie schon ausgehen. Zweitens darf ich Ihnen aber mitteilen, dass der Professor Dannenwolf, der das Gutachten für das Umweltbundesamt erstellt hat, klar und deutlich gemacht hat und Ihnen das auch mitgeteilt hat und auch Frau Kreuzberger mitgeteilt hat, dass diese Techniken heute risikolos und sicherlich beherrschbar seien. Dieses Gutachten ist vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben. Es wundert mich, dass es dann unter der Decke gehalten wird. Und diese Frage wird heute hier sicher nicht mehr geklärt. Fracking ja, Fracking nein in Deutschland. Tendenz ist eher nein. Weiter geht es hier in der Aussprache zum Etat des Bundeswirtschaftsministeriums. Nächste Rednerin Kerstin Andrea, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Heben ja gerne Zeitschriften hoch zu Beginn Ihrer Rede. Dieses Mal haben Sie es nicht gemacht. Sie hätten den Spiegel hochhalten können von dieser Woche, der Bröckelstaat. Seit Jahren investiert der Staat weniger, als zum Erhalt der Infrastruktur notwendig wäre. Und da muss im Wirtschaftsministerium die Alarmglocke angehen. Sie sagen, wir haben eine schwarze Null, Sie sagen, wir nehmen keine neuen Schulden auf. Fakt ist aber, dass Sie sich weiterhin verschulden. Sie holen im Augenblick das Geld nicht bei den Banken. Aber was Sie machen, ist, dass Sie das Erbe unserer Kinder mindern und dass Sie sich an der Zukunft verschulden. Das ist das, was Sie gerade tun. Es bröckelt an allen Ecken und Kanten, bei Straßen, Brücken, Schulen. Und als Begründung sagen Sie, die Kassen sind leer, trotz stetig steigender Steuereinnahmen. Heute Morgen wurde es benannt, 111 Milliarden Euro in den kommenden 4 Jahren. Trotz dieser Steuereinnahmen. Wir Grünen sagen klipp und klar, es ist nicht jede Investition sinnvoll. Und viele davon sind sogar absoluter Blödsinn. Aber was Sie machen müssten, wäre als erstes die Spatenstichpolitik von Dobrindt zu stoppen. Nach wie vor geht nur jeder vierte Euro in den Erhalt von Straßen. Und 75% des Etats gehen in den Neubau. Dabei bröckeln die Brücken, die LKWs können nicht mehr drüber fahren. Stoppen Sie diese Verschwendung. Setzen Sie Prioritäten bei dem Erhalt von Straßen und Brücken. Und dann möchte ich, dass wir über Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Ganz wichtiges Thema. Und wir sehen zu, wie ganze Orte von der digitalen Entwicklung abgekoppelt sind. Verfügen über kein schnelles Internet, ein Thema im Übrigen, was im Wahlkampf große Präsenz hatte. Breitbandausbau, von allen gefordert, die SPD ganz vorne dran. Nichts passiert. Nichts passiert. 1,4 Milliarden Euro werden in Luft- und Raumfahrt investiert. Und gerade mal 73 Millionen in neue Informations- und Kommunikationstechnologien. Das ist ein 0,5%. Ein 0,5%. Und was fehlt, ist eine offensive Breitbandstrategie. Wir sagen, machen Sie endlich Schluss mit Dobrindts Politik, bei der Maut sowieso, aber beim mangelnden Breitbandausbau auch. Gehen Sie in die Infrastruktur der Zukunft, machen Sie Ihr Versprechen vom Breitbandausbau wahr. Und zwar so, dass man mal was merkt, weil Sie das nämlich seit Jahren versprechen, dass Sie es tun, und faktisch kommt nichts an. Und das entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit, wie wir in 10 Jahren dastehen. Das entscheidet darüber, ob hier am Standort investiert wird. Und es ist zu Recht angesprochen worden, es geht nicht nur um öffentliche Investitionen, es geht auch um private Investitionen. Und da sind nötig klare Signale an die Unternehmerinnen und Unternehmer und an die Investoren. Und ich finde, Sie haben im vergangenen halben Jahr, gerade bei der Energiewende,
an vielen Stellen so derartig Missmanagement gezeigt. Und ich will es Ihnen an einer Stelle deutlich machen, wo Investoren Ihnen wirklich wegbrechen. Wirtschafts- und Energieminister Gabriel hat zugestimmt, dass jetzt jedes Bundesland seine eigenen Abstandsregeln für Windkraftanlagen festlegen kann. Das bedeutet erstens, dass Flächen für den Windradausbau drastisch reduziert werden. Aber es bedeutet noch was anderes. Was passiert denn, wenn ein Investor Repowering machen will, ertüchtigen will, ein besseres Windrad hinstellen will? Was passiert dann? Dann greift die Abstandsregel. So hat uns das der Staatssekretär Barke im Wirtschafts- und Energieausschuss klar und deutlich gesagt, dann greift die Abstandsregel. Das heißt faktisch, dass neue Investitionen und Ertüchtigung bei Windenergie nicht mehr möglich ist. Das ist auch absurd. Und das kann ein Energie- und Wirtschaftsminister unserer Ansicht nach nicht zulassen. Das haben Sie zugelassen. Hier hätten Sie Seehofer in den Arm springen müssen. Deutschland bleibt nur Technologiestandort, wenn hier geforscht wird. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass das Bild Seehofer in den Arm zu springen nicht ganz so hübsch ist, aber Sie wissen, wie ich es gemeint habe. Ja, oder für ihn. Also je nachdem. Ich glaube, beide leiden. Mittelstand braucht Impulse. Wissen Sie, Sie haben ja nicht nur den Breitbandausbau im Wahlkampf immer thematisiert. Sie haben auch immer gesagt, wir machen die steuerliche Forschungsförderung. Und jetzt sind Sie doch dran als große Koalition. Sie hätten ja sogar unsere Unterstützung. Wieso gelingt es nicht, das zu machen, was 27 von 34 OECD-Ländern machen? Dass Sie nämlich sagen, wir fördern Kreativität, Tüftlertum, den Geist von vielen kleinen Unternehmen und bringen mal die steuerliche Forschungsförderung auf den Weg, weil da nämlich unheimlich viel Potenzial ist. Nein, was Sie machen, ist Projektförderung. Was wir wollen, ist steuerliche Forschungsförderung. Da sind wir uns mit den Wirtschaftsexperten dieses Landes einig und im Übrigen auch mit Ihren Wirtschaftspolitikern. Auf mit der Initiative, her mit der steuerlichen Forschungsförderung. Das war eine kluge, vorausschauende Wirtschaftspolitik. Sie haben gesagt, wie wichtig Ihnen Investitionen in die Zukunft sind. Was haben Sie gemacht? Ein 160 Milliarden Euro schweres Rentenpaket beschlossen. Die Rentenkasse, Herr Fuchs, ist in den nächsten Jahren leer. Die machen Sie leer. So kommt übrigens der Haushalt ein bisschen zustande, ja, weil Sie sich sowas an den Sozialkassen bedienen, da findet man ja gar keine Worte dafür. Sie schröpfen die Rentenkasse, Sie schröpfen die Gesundheitskasse. Aber wirtschaftspolitisch ist es doch auch Unfug. Wirtschaftspolitisch ist es Unfug, Frühverrentung zu fördern. Wirtschaftspolitisch ist es Unfug, höhere Sozialbeiträge herbeizureden. Ein Wirtschaftsminister muss doch da dagegen stehen und zu sagen, wir geben Antworten auf Fachkräftemangel, wir geben Antworten auf den demografischen Wandel. Und es ist nicht Griff in die Sozialkassen, das ist nicht Beitragssatzsteigerung, sondern es ist eine kluge Politik, die auch eine soziale Sicherung in den nächsten Jahren garantiert, aber wirtschaftspolitisch abgefedert. Das muss ein Wirtschaftsminister machen. Und schließlich erwarten wir von einem Wirtschaftsminister, dass er sich zum Anwalt einer nachhaltigen Konsolidierung macht, und zwar nachhaltig im besten Sinne. Im besten Sinne. Investitionen und Innovation für Klimaschutz. Konsequentere Energiewende, Ressourcenschonung, Energieeffizienz, ganz wichtiges Thema, aber auch aus einer europäischen und globalen Perspektive den Blick darauf haben, wie sieht denn die europäische Strategie weg vom Öl aus? Frau Kollegin. Wie sieht denn die europäische Energiewende aus? Ich komme zum Schluss. Ja. Dafür brauchen wir eine wirtschaftspolitische Agenda, die über das hinausgeht, was der Wirtschaftsminister hier angedeutet hat. Da muss man sich auch mal mit den Unternehmen anlegen, da muss man sich auch mal mit den Gewerkschaften anlegen. Und letzter Satz, im Übrigen auch bei der Tarifeinheit. Ich warne einen SPD-Parteivorsitzenden und eine SPD-Bundestagsfraktion davor, leichtfertig mit dem Thema Streikrecht, leichtfertig mit dem Thema Koalitionsfreiheit umzugehen. Letzter Satz. Seien Sie vorsichtig, was Sie bei der Tarifeinheit machen. Wir stehen für Tarifpluralität. Ich danke Ihnen. Die Rede von Kerstin Andrea, der stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, war das jetzt.